Hallo Mina, schönen guten Morgen. Ganz herzlich willkommen hier zum Online-Training, Rückentraining und Body Move Ash. Schön, dass du dabei bist. Schön, machst du mit. Toll, ich freue mich. Wir brauchen heute zum Rückentraining einen Gurt. Ich habe gedacht, nicht in meinem Halb wird es so einen Gurt geben. Ledergurt. Und wenn du empfindliche Knie hast, noch irgendeine Wolldecke oder eine Decke oder eine Unterlage im Unterlegen. Okay. Wenn du die Gurt hast, ich warte noch mal unten. Etwas zu trinken natürlich. Das Trinken ist immer wichtig, gut dabei zu haben. Zum Zwischendurch ein paar Schlüsse zu nehmen. Ich warte noch einen Moment, bis du die Gurt gefunden hast. Komm gerade wieder. Wenn du die Gurt hast, kannst du sie so einstellen, durch die Löcher hier, dass wenn du beide Hände bei dir nimmst und bei deinen Armen streckst, dass du die gleiche Breite in deine Schultern circa. Genau. Okay. Dann kannst du die Gurt jetzt im Moment noch schnell weglegen. Machen wir zuerst paar, am Anfang machen wir ein paar Mobilationsübungen. Muskeln ein bisschen dehnen, stretchen, aktivieren. Du kannst gerade hüftbreit anstehen. Füße gleich gut verteilt. Die Schultern leicht ein bisschen kreisen. Das Becken kannst du mitnehmen zum Kreisen. Ganz locker entspannt. Die Schultern hängen lassen. Arme hängen lassen. Die Schultern nach hinten schieben und nach vorne. Becken hin und her, gleicher Rhythmus. Und dann eine Seite wechseln, die andere Seite. Und dann zurück in die Mitte und den Speichelschulter nach hinten ziehen. Zuerst nach oben hinten und runter schieben. Hochziehen, hinten und runter schieben. Also einen ganz grossen Kreis in die Luft. Bewegst, hoch, hinten, hier und gar einmal. Und dann das gleiche nach vorne, hoch, vorne, hier. Hinten ziehen, hoch, vorne, hier, hinten. Und gar noch zweimal. Gut atmen, du bist. Gehst schnaufen, in gut schnaufen, über deinem Atemzeit. Beobachten, wie du schnaufst. Genau, und dann kannst du unten ganz locker in die Zange lassen. Dann kannst du dich schütteln, loslassen, locker, entspannt. Genau. Oder einatmen und wieder ausschieben. Oben strecken, einatmen und wieder aus. Und einatmen und aus. Und zwei zu, einatmen und aus. Genau, dann bleibst du das nächste Mal gerade unten mit dem Oberkörper, das Gesäß wieder rausstoßen. Du hast die Schultern anhängen, du hast mit den Armen mit schwingen. Der Kopf, Nacken, ist locker, entspannt, gelöst. Den Bauch schon jetzt heben, mit den Knien mit Wippen, auf- und abwippen. Dann hängen lassen, gut heben, Rumpfmuskulatur, Rücken strecken und die Schultern loslassen. Und einfach ein bisschen nach vorne, zurück mit den Armen. Gut schnaufen. Genau, dann ziehst du einen Arm hoch, rauf und du strecken. Und wieder tief. Einatmen, lang ziehen, der andere Arm ziehst du hinterher. Und wieder ins Abendief. Einschnaufen. Und langziehen. Und wieder tief schnaufen. Und gehen nochmal ein. Und aus. Und ein. Und langziehen. Der Nacken ist in der Verlängerung vom Rücken. Auch dass der Nacken langgezogen ist. Und ganz
Angst. Und dann spürst du die Abstützung auf den Knien. Kommst ein bisschen breiter mit den Beinen. Genau. Du spürst die Brustbeine nach hinten. Gut öffnen. Und dann machst du einen runden Katzenbuckel. Ausschnaufen. Und wieder rein. Ausschnaufen. Rund machen, Bauch nach hinten reinziehen. Brustbeine wieder öffnen, einschnaufen. Und wieder raus. Und noch einen Atemzug dazu nehmen. Genau. Und dann kommst du rund, Wirbel für Wirbel hoch. Genau. Und du hast die Schultern noch ein bisschen kreisen. Du kommst in der Hüftbreite mit den Füßen. Und ein bisschen lösen alles. Und alles ein bisschen lockern. Und dann kannst du die Gurt nehmen. Und dann bist du sicherlich gefunden daheim. Du gehst mit den Händen so rein. Du schlüpfst frei mit den Füßen. Gutes Gewicht verteilt auf beide Füße. Das Becken ein bisschen nach vorne. Du musst die Beine öffnen. Die Schultern locker lassen. Und beim Einatmen die Beine auch hochhoffen. Mit den Händen gehst du nach außen stoßen. In die Gurt rein. Ganz fest, dass du Spannung spürst in den Armen. Dann sind sie dann gestreckt bis zu den Fingerspitzen. Und wieder ausschnaufen. Dann gehen wir einatmen. Und ausschnaufen. Und einatmen. Und aus. Und der Rumpfmuskulatur aufkommt. Das ist der Rücken, der Stöpfe. Einatmen. Und aus. Der Brustbein ist geöffnet. Die Rumpfmuskulatur ist aktiviert. Und die Schulter bleibt zuerst in den Abend. Lass sie in den Abend schliessen, Richtung Hüfte. Und aus. Fest nach außen drücken mit beiden Armen. Und dann einmal einatmen. Und aus. Und du spürst ganz bewusst, wie du da stehst, auf deinen Füßen. Gewicht auf beide Füße gut verteilt. Stabil stehst du. Kraftvoll. Einatmen. Und aus. Genau, dann liegst du oben und kommst auf die rechte Seite runter, ausschnaufen und wieder zurück in die Mitte. Und dann links ausatmen, ja, wieder zurück. Und noch rechts ausschnaufen und mit dem unteren Arm tust du richtig anziehen. Mit dem oberen Arm ziehst du wieder den Gurt auf. Mit dem unteren Arm ziehst du den Gurt runter. Mit dem oberen ziehst du auf. Ausatmen und ja, hoch. Und ausatmen, tief, ja, hoch, und nochmal. Und nochmal ausschnaufen. Und zurück in die Mitte. Und nochmal vorne runter, ausschnaufen, Schulterblätter, Füße hinten runter, Brustbein ist geöffnet. Schön langsam einatmen, hoch, ausatmen, tief. Genau, und dann nochmal nach rechts, tief, ausschnaufen. Ja, und jetzt vorne runter, ausschnaufen, einatmen, nach links, ausatmen, immer noch mal gerade vorne runter. Dann jede Seite einmal rechts, der untere Arm zieht runter, der obere Arm zieht hoch, gerade führen. Und zurück in die Mitte, noch mal links, ausatmen und einatmen. Und nochmal nach vorne. Und dann lässt du deine Hände vorne und kommst nur mit den Schultern führen. Du kannst nur die Schultern führen und wieder zurück. Und gleichzeitig immer noch mit beiden Armen rausdrücken, den Gurt nach außen drücken. Und nur mit den Schultern vor und wieder zurück. Der Oberkörper ist ganz stabil, gerade. Schaffst nur mit den Schulterblättern, mit den Schultern. Ausatmen. Und rein. Genau, da machen wir mit, da sind gestreckt, gespannt bis zu den Fingerspitzen. Und folgen den Impuls von den Schulterblättern und den Schultern. Genau, und gehen zweimal nach vorne und zurück. Führen und zurück. Und dann sinken lassen. Und jetzt kreisen mit den Schultern. Und dann kannst du die Gurt
in den Abend nehmen, hinteren, in den Rücken nehmen. Auch wieder die beiden Handflächen in gut hinein. Genau, jetzt wird man zeitlich wieder gut stehen, stabilisieren, die beiden Füße gut verteilen und hochkommen und wieder hin. Die Muskulatur aktivieren. Genau, dann kommst du hinten hoch. Die Schulterblätter kommen ganz nah zusammen. Die Schultern kommen zusammen. Beide Handflächen nehmen wir parallel zueinander. Der Beckenboden ist stabil, aktiviert. Und ausatmen hoch. Und wir sinken, das Brustbein ist geöffnet. Und gehen zwei Drehen zu. Gut atmen, schnüffeln, einatmen und wieder schnüffeln, einatmen. Zwei Atemzüge. Und dann sinken hoch und ganz locker noch ein bisschen ziehen und haben. Von einer Seite zur anderen den Arm hoch aufziehen mit dem Boot, gegen dich und den Füßen. Genau, dass er richtig in die Flanke rein, in die Taille reinkommt. Und dann lösen und lockern ins Kreis und alles mit Schütteln, lockern und spannen. Und dann kommst du einmal rein in die Ohren und stellen hoch, einatmen, Schultern nach oben zu den Ohren und wieder sinken. Fest nach auseinander drücken den Gurt. Ganz fest gegen Druck, gerne Gurt hinein. Den gestreckten Finger hoch rauf und wieder sinken. Und hoch rauf und wieder sinken. Achtest wieder, wieder aufstehst. Der Fies wird gut verteilt. Beide Fies stabil, stark. Oder im abgelegten Fies. Das Becken nach vorne geschoben. Muskeln aktivieren. Genau. Und die Schultern nach oben schieben zu den Ohren. Und wieder wegstoßen. Und dann zweimal. Und dann sinken noch. Und lösen und kreisen. Genau. Alles ein bisschen lockern. Dann kannst du schon gut reinlaufen. Wir brauchen gerade einmal noch eine Liebe mit dem Gurt. Und was man gut alles brauchen kann. Okay, jetzt wird kreativ sein. Wenn daheim eine Rosine hat, die Rose, die man kann brauchen kann, zu tun. Kann man Bücher nehmen, ein paar Objektive daheim, oder eben Bücher, oder Seil. Kilo Mehl, Kilo Zucker, ganz verschiedene Möglichkeiten, die man einsetzen kann, daheim zu trainieren. Genau, und jetzt nimmst du nochmal beide Arme hoch, du bist ein bisschen breiter stehen und kreist, wo ist der Kreis? Am Deckchen. Was würdest du einen runden Kreis am Deckchen holen? Du nimmst alles mit, was du mitkommen kannst. Wenn du nicht magst rüber schauen, dann magst du gerade. So schaust du die Decke hochrufen, die Schultern bleiben unten weg von den Ohren und ist ein bisschen kreisen. Sie ist grösser mit dem Kreis. Und ein bisschen klein und wieder hoch und wieder klein und wieder hoch. Und du hast den Kreis ganz gross dabei. Und schnaufen. Und dann wechselst du auf die andere Seite, machst du gross weiter. Grosse Kreis weiterführen, nach rechts und alles mitnehmen, was also mitkommt. Und atmen. Spürst du deine Füße gut aufgelegt, den Boden nehmen. Und dann bist du kleiner und kleiner mit dem Kreis.
Dann kannst du den Boden wegnehmen. Schau, ob du es trinken, wenn du etwas trinken dabei hast. Wichtig, immer ein paar Schlücke zwischendurch wieder trinken. Und jetzt nimmst du beide Arme hoch auf, einatmen. Und beim Ausatmen nimmst du das linke Bein, das rechte Bein hoch. Und du gehst gegen dich mit dem rechten Arm zum linken Bein. Und ziehst mit dem Arm hinten. Und wieder das linke Arm. Genau, einschnaufen. Und ausatmen. Hinten ziehen. Und wieder das linke Arm. Einatmen, mit dem Bein hoch, ausschnaufen, hinteren ziehen, wieder einatmen, wieder sinken hoch. Einatmen, ausschnaufen, einatmen, ausschnaufen. Nochmal einatmen, ausschnaufen, hinteren ziehen, einatmen, und nochmal einmal. Auf rechts, einatmen, ausschnaufen, einatmen und aus. Genau. Und dann nimmst du einen grossen Schritt nach vorne und ziehst beide Arme hoch, spürst beide öffnen. Und wenn es geht, du schiebst den Fuß in den Nabelschieber, in den Boden rein, spürst beide geöffnet und kommst wieder zurück. Machst du rund, gehst nochmal in den Wechsel, den linken Fuß nach vorne und öffnen. Machst die ganze Runde wie eine Banane vorne. Kommst wieder zurück und tust die Knie Richtung Brustbein absinken. Machst die ganze Runde und kommst wieder hoch. Einatmen, Fersen in den Armen. Und wieder rund, sinken noch. Und gehen nochmal nach links. Einatmen. Brustbein öffnen, dann hinten. Kommst einfach zu den Hindern, das geht für dich. Zu den Hindern, dass die Körper zulässt, runter sinken, ausatmen. Und einen grossen Schritt nach vorne, einatmen. Hinter den Fersen, hinter den Armen, so wie es geht. Und wieder zurück. Schnaufen. Und noch einmal. Einatmen. Und aus. Und jetzt noch einen großen Schritt nach vorne und jetzt das hintere Bein wegstoßen und nimmst hoch das Bein, ziehst beide Arme fest nach vorne und stabilisieren in der Körpermitte und kommst wieder hinten und kannst wieder gerade bleiben und das andere Bein da nochmal hinten raufstoßen, das Bein hinten rausstrecken. Oberkörper strecken, dann strecken und wieder zurück und schieben. Kannst du gerade rund machen und dann hoch wegstoßen. Der ganze Körper ist gespannt und gestreckt und wächst. Ziehst du richtig lang und wieder zurück und schnaufen. Und meine Seite hoch rauf. Und zurück. Einmal hoch auf, strecken, lang ziehen, Schultern weg, Bauchmuskeln aktivieren und noch zurück, rund werden, ausschnaufen und dann noch den anderen Fuß hoch auf, strecken, lang ziehen und ausatmen. Dann vielleicht brauchst du eine Stütze vorne, jetzt bleiben wir so. Durch das Bein anwickeln und auch öffnen. Und jetzt machst du ganz rund und durch das Bein unter die Ohren vorziehen. Dann hast du am Schienbein, durch das Knie aufziehen Richtung Nasenspitze. Ausatmen und in der Strecke einatmen und wieder zurückkommen.
und mach ihn schnell. Und das andere Bein, hoch rauf, strecken, anziehen. Dann das Bein anwickeln, Bein öffnen. Wieder langsam rund, wirken, wieder rund werden lassen. Jetzt ist beim Schienbein, jetzt ist das Bein hoch. Und im Sicken hoch, und strecken, und anziehen. Und zurück. Gehen wir einmal. Langziehen, strecken, einatmen. Alles ist gespannt, von den Fingerspitzen bis hinten zum Zehen, in der Beine. Dann öffnen, das Bein anwickeln, damit es höher wird. Der Nacken ist in der Länge, Verlängerung vom Rücken. Und dann rund, werden das Knie aufziehen, auf die Nasenspitze. Und wieder öffnen. Und zurück. Und gehen noch einmal. Einschnaufen, langziehen. Strecken. Öffnen, das Bein in den Armwinkel. Und heben die Körpermitte. Rund werden lassen. Ausatmen, das Knie hoch aufschieben. Genau, und wieder. Öffnen. Strecken, langziehen. Und noch fest bei die Arme nach vorne, das Bein nach hinten. Und wieder zurück hoch, rund abrollen. Und wieder runterrollen. Dann ist bei die Arme hinten zusammen, Fingerspitzen, Finger ineinander rein. Und es ist noch richtig gut öffnen. Das Brustbein nach oben stoßen. Die Schulterblätter kommen hoch, zusammen zueinander. Becken mitnehmen. Alles ein bisschen lockern. Genau, dann haben wir noch einmal den Gurt zur Hand. Gehst wieder rein. Mit beiden Händen. Genau, dann sitzt sie ab. Hinten absitzen, als Hüfte auf der Schäme. Mit der Schäme sitzen. Ganz. Hüftbreit mit den Füßen, den Rücken in die Länge ziehen und dann den Arm sinken und den Nacken anziehen und dann hoch aufschnaufen und wieder rein. Beim Ausatmen ziehst du den Bauchnabel hinten rein, zur Unterstützung hinten für die Lendenwirbel und aufschnaufen und rein. Und dann aus und den Nacken anziehen und wieder rein. Den Rücken wachsen losstrecken. Und wieder rein. Die Gesäße hinten rausstrecken, Daumen und Länge ziehen. Und gehen wir zwei dazu. Genau, wie ein Wisch. Runter mit den Armen und nimmst sie. Das Brustbein. Kommst ein bisschen mehr auseinander mit den Füßen. Sitzt noch ein bisschen mehr ab. Und jetzt tust du den rechten Fuß hochziehen und tust den Oberkörper abdrehen zum rechten Knie, sodass der Ellenbogen die Innenseite vom Knie berührt und kommst wieder zurück in die Mitte. Einatmen und ausatmen. Genau. Kommst mit dem Kopf und dem ganzen Oberkörper, sodass es eine gute Rotation gibt, hinten an den Wirbelsäulen. Und wieder lang zu strecken, einatmen, ausatmen. Abdrehen, ja, nach vorne ziehen, ausatmen, abdrehen. Wir gehen auf die Innenseite vom Knie, dann wieder einmal. Und dann nochmal ausschieben. Und hier lang ziehen. Gut heben im Bauch, die Bauchnabel ist nach hinten reingezogen. Genau, wie du magst, machst du eine Pause. Mach nur immer das, was dein Körper zulässt, wenn er etwas nicht gut tut. Los auf deinen Körper, respektierst das Signal von deinem Körper und machst etwas anderes. Dann gehst du eine Pause, mit den Schmerz reinatmen. Nimm mal jede Seite. Einmal. Gut, auf die Tiere. Festes
den anderen Rücken. Dann bleiben und dann machst du den Arm hoch, den Bein strecken, Kopf, Nacken, Schultern, alles hoch. Kannst du den Gurt jetzt ablegen, du musst dich schütteln, Kopf schütteln, Nacken schütteln, Schultern schütteln, an. So kann die Finger ein bisschen. Alles loslassen, Schwerkraft nach vorne runterleiten und nachgeben. In den Lenden wirken. Dann kannst du tief den Knie in den Bauchnabel mit reinziehen, den Schwerpunkt vom Wirken langsam aufrollen. Lass dir Zeit. Und langsam, bis du wieder ganz oben bist. Und dann geht es Kreis in die Schulter. Und gut durchlaufen. Genau, strecken, einatmen. Und das Becken jetzt nach vorne schieben, dann öffnen. Und in der Seite noch anlösen. Und dann kommen wir am Boden. Weiter zu.
Streck den langen Rücken auseinander und wieder hoch. Und gerade einmal. Genau. Und du tust beide Füße gegeneinander schieben. Und entspann weiter. Du tust beide Handflächen in den Boden hineinschieben. Stoß ist ein bisschen weg, dass du Spannung bekommst. Durch die Taille, in die Schultern hinein, dass die Brustbein geöffnet wird. Ganz gerade lange Rücken. Vor dem Fuß so zusammen so weit zu gehen, kannst du nicht nur so lassen, sind deine Zähne und die Knie gut geschöpfen. Genau, dann kommst du wieder hoch. Wenn du eine Matte hast, kommst du mit den Füßen ganz vorne, sodass du jetzt ablegen kannst und hinten den Kopf aufgelegt ist auf der Matte. Dann kommen wir hoch, die Arme mit dem runden Rücken langsam ins Wirbelflügel abrollen. Abrollen, abrollen, schön langsam aus der Zeit, mit Passieren, wenn Zeit. Und den Schultern ablegen, Kopf ablegen, Daumen ablegen und alle Beine nach dem anderen ausstrecken. Und dann lass mal den ganzen Körper in den Boden sinken. Spürst das Gewicht vom Körper, der Matte hin. Lass alles los, entspannt. Mit dem Kopf ein bisschen hin und her, von einer Seite drehen. Kopf nach den Schultern entspannen und lösen. Du musst dich so positionieren, dass die Schulterblätter ganz weit weg sind voneinander, dass du zwischenrum hast, zwischen den Schulterblättern. Und die Spitze nach oben schauen. Dann du entspannt den Boden in abgelegt. Und ganz wichtig, der Kiefer ist entspannt. Mit dem Licht öffnen, dass der Kiefer gut entspannen und loslassen. Einen Fuß auf dem anderen aufstellen. Wir die Füße ganz durch zusammen, können wir ja und beide Arme seitlich ausstrecken. Du musst dich aber gut positionieren mit dem Rücken. Achte darauf, dass die Schulterblätter weit auseinander sind. Und dann fährst du an mit einer ganz kleinen Schulterbewegung mit den Knien. Ganz klein. Ohne grosse Kraft einwirken. Lass die Beine hin und her schaukeln. Und lass den Radius für den Schaukel bewegen, wird es grösser und grösser werden. Spürst du über die Lendenwirbel rüber. Schaukelst hin und her. Und wenn der Radius noch ein bisschen lässt, lass grösser werden, dann spürst du auch wieder. Schulterblätter hin und her rollst. Wenn du willst, kannst du den Kopf jetzt mitnehmen, immer in die Gegenrichtung. Mit dem Kopf, mit Beinen sind, locker entspannt, mit lockeren Fingern. Die Arme sind entspannt und locker, die Finger entspannt und locker. Das ganze Gewicht von den Armen im Boden sinken. Und dann nochmal ins Meer sinken lassen. Bis jetzt Gewicht ganz im Moment ab ist, im Boden hin. Und dann wieder hoch hochkommst. Und dann wieder absinken lässt, im Moment ab ist das Gewicht. Und wieder hoch hochziehst. Und dann auf die andere Seite ab ist. Und dann nochmal einatmen. Ausatmen sinken lassen. Einatmen hochziehen. Ausatmen sinken lassen. Jetzt, das nächste Mal wirst du alles wieder ein bisschen kleiner, mit dem ganzen Boden kommst. Und spürst ganz bewusst, wie du die Lendenwirbel rollst, die Schultern rollst, Kopf, Nacken, Schultern. Entspannt abgelegt sind im Boden. Du bist kleiner und kleiner mit dem Radius in der Schulterbewegung. Ganz in der Mitte angelangt bist. Lass die Zeit beim Ausschaukeln, die Schaukeln von uns von alleine, ohne dass du uns etwas dazu tust. Das zeigt dir mal die Buren atmen. Das ganze Gewicht vom Rücken, der Muskel los, die Boden nehmen.
du einen Fuß nach dem anderen aufstehen, anwinkeln, sodass die Knie oben an der Hüfte sind, Füße flex. Genau. Und spreng die Arme hoch auf. Dann noch Beine sinken, dass sie nach einem nur sinken am Anfang, nur sinken und dann in den Abend und wieder hochziehen. Einatmen, ausatmen, sinken und heben im Bauch, dann in den Abend. Genau. Wenn du die Übung ein bisschen stärken willst, kannst du das Bein nach vorne schieben, den Fuß im Boden und dann wieder zurück. Einatmen, ausatmen, nach vorne, einatmen, zurück. Oder einfach nur die Beine sinken lassen, mit den Zehenspitzen an, tippen am Boden. So wie es für dich geht, wie es für dich stimmt, auch mit deinem Rhythmus schaffen, deinem Rhythmus ausatmen, strecken, einatmen, zurück. Und ausatmen, strecken. Oder einfach sinken lassen, Zehenspitzen. Und zwei Atemzüge zu. Und gehen nochmal ausschnüffeln. Dann machst du das Päckchen. Und ziehst den Oberkörper, Beine fest zum Oberkörper. Und lässt die Schultern ganz gut aus dem Boden rein. Sinke das Kreis in den Schultern. Genau, und lässt mit den Füßen. Flexen und pointen. Kopf ein bisschen her, Locken entspannen. Die Kleinbeine nochmal an den Strecken, zum Kopf. Und lass beide Arme seitlich abfallen, im Boden rein sind. Hin und her schalten nochmal wie vorher, mit Länderwirken, mit beiden Beinen. Hochmuskulatur schaffen, wie Kopf nach den Schultern entspannt. Und lass auch hier den Atem größer werden. Und dann kommst du ganz auf die Seite, lass unsere Beine absinken. Und ziehst unsere Beine hoch, kommst auf die andere Seite. Lass unsere Beine absinken und kommst wieder hoch. Mit einatmen, ausatmen, sinken lassen, einatmen, ausatmen, hochziehen. So, mit einschnaufen, ausatmen, sinken lassen, unter die Beine und gehen wieder hochziehen. Dann nochmal rüber, ausatmen, sinken lassen. Und achte, dass du auf der anderen Seite die Schultern gut im Boden rein hast. Und die Mitte einatmen, ausatmen, sinken lassen. Schultern gut im Boden, den Kopf richtig in die andere Seite drehen. Und im unteren Bein wieder hoch. Und wenn das anstrengend ist, kannst du es auch mit angewinkelten Beinen machen. Bein sinken lassen und wieder hochziehen. Mit gestreckten Beinen oder mit angewinkelten Beinen, so wie es für dich stimmt. Und die Schultern mit Boden schieben, Kopf drehen, zum Mitte einatmen und ausatmen. Die Arme sind das linke Rund, die Schultern mit Boden. Und wieder hoch und dann einmal. Kopf drehen, immer das Lächeln. Und dann bleibst du in der Mitte, um über zu kreisen und lernen wir. Mit den Speichen zu hindern, zu führen und kreisen. Und dann auf die andere Seite drehen. Und so mit dem Scheibein und dem anderen Arm. Auch wieder entspannt, locker am Boden sinken. Und du hast nochmal mit dem Becken nach vorne, kippen wir zurück, hinten, nach vorne. Ohne dass du dann wegkommst, genug Kontakt.
haltest mein Becken und mein Becken. Verwende Liebe. Hindern und vor und hindern und vor. Nur die Bewegung, achte auf die Schulter, die hier liegen, dass der Rücken anfühlt. Kopfnacken entspannt ist. Vielleicht auch. Ganz rund macht, das Brustbein sich öffnet. Schultern wieder locker entspannt. Du machst einen Rundbauch nach dem Hintern hineinziehen, du musst wieder und wieder langsam wieder abräumen. Genau, du kommst dann nochmal hoch, wieder von hinten wegstoßen. Brustbein öffnen, lange Oberschenkel, Knie unter der Decke, die Schultern wieder locker. Einatmen, rund machen, Bauchnabel in den Innen ziehen und Liebe von Liebe wieder abholen. Schön langsam, was die Zeit. Rücken ganz abgeben, Boden hinein und rammen. Füße fest am Boden stoßen, den Rücken wegstoßen. Liebe von Liebe, schön langsam rund. Und dann bleibst du da oben. Den Speichel ein bisschen näher. Das ist sehr gut. Noch etwas mehr kannst öffnen. Genau. Und dann ist ein Bein hoch auf zur Decke. Und dann ist beide Hände auf. Einatmen, ausatmen, lass den Arm sinken und das Bein auf den Boden. Ausatmen, sinken hoch. Und einatmen hoch. Und schön da oben. Du ist fest im Boden hin, das ist schon richtig weg. Fuß, dass das ganze Bein gespannt ist, das Zähne gespannt ist. Und das Bein, das nach oben schaut, ist auch gespannt, jetzt in der Zehenspitze. Das Auto sinken lässt, die Atem hochziehen. Und dann noch zwei Rücken zu. Und dann wieder abstellen. Lass gerade beide Hände miteinander an den Ohren, wenn du das nicht gut tust. Du musst sie auf die Seite legen und du musst sie führen, so wie es für dich stimmt. Und kommst du mal ganz rund hoch, du musst mal richtig nach oben schieben, den Bauchnabel wieder hinten reinziehen und Leber für Leber langsam rund abrollen. Das ganze Gewicht wieder aufgelegt ist, wieder runterlassen. Anreisen. Zwei Beine. Große Atemzüge nehmen. Und dann wieder messen. Richtig abschieben. Genau. Und dann gehen wir noch einmal die Füße erst im Boden wieder rund machen. Wirbel von Wirbel wegstoßen. Brustbein öffnen, alle Oberschenkel nehmen wir auf die Decke. Schulterblätter gut positionieren, gut aufgelegt sind, entspannt bleiben. Genau, dann spreit die Arme hoch und das linke Bein jetzt. Hier atmen und das Atmen sinken. Genau, dann mal aufschnaufen, das Bein gestreckt. Bis in der Zehenspitze. Und das Standbein gestützt, den Fuß fest den Boden hinstoßen. Das Atmen. Und dann den Absinken oder den Fuß wieder aufstellen und du musst dich nochmal ganz rund machen, das Becken nach oben stoßen. Locker bleiben in den Schulterblättern. Genau, dann du hast ganz bewusst das rechte Bein, das Gewicht weg am rechten Fuß, dass die linke Seite jetzt absinkt, ganz locker ist, sehr locker ist, die Oberschenkel.
Du hast beide Hände fest im Boden hineingestossen. Du hast die
weggestoßen mit den Händen nach oben an die Seite. Einatmen und ausatmen. Wenn du das spürst, Spannung in den Schultern, den Nacken, die Brustbeine geöffnet, Bauchnabel in die Linie ziehen. Der Bauch ist aktiviert. Die Unterstützung hinten für die Lendenwirbel. Ausschnaufen, den langen Nacken. Der Nacken ist in der Verlängerung vom Rücken. Wenn du willst, kannst du jetzt noch in den Beinen anwickeln und in den Sinn. Einatmen, ausschnaufen, Beine anwickeln und in den Sinn. Einatmen, Beine anwickeln und Augen noch einmal. Und jetzt lösen, kannst beide Hände vor dem Kopf übereinander nehmen. Stirn öffnen, Handrücken legen, ganz entspannt locken, Moment. Und beide Füße seitlich auseinander sind, dann die Beine jetzt mehr auseinander. Lass die Fersen seitlich absinken und lass das ganze Gewicht im Boden hinab. Spannung auf, Beine strecken, Darm strecken, dann Bauchnabel hinten reinziehen. Dann das Bein jetzt weg vom Boden, die Länge ziehen, einatmen, Darm auch, Muscheln auf die Schulter legen, hinten runterfließen. Dann das Bein öffnen und Darm öffnen und den langen Nacken. Dann Stamm ganz hinten zu den Oberschenkeln und das Bein schliessen. Und wieder führen. Genau, gerade nochmal öffnen. Lange Nacken. Und wieder schließen. Und jetzt das Bein öffnen. Nur mal Bein. Und wieder schließen. Und im Stamm hindern. Du hast den Brustkorb und das Weh wegschieben vom Boden. Wenn du das zu viel Bein auseinander, dann machst du nur entweder Bein oder nur Darm, so wie es für dich stimmt. Oder du musst zwischendurch den Bein absetzen oder den so wie es für deinen Körper anpasst ist, dort. Lange Nacken. Gut schnaufen. So wie eine Handtür lang. Ausschnaufen, Brustbein öffnen, dann hinterher ziehen, lange Nacken, heben den Bauch. Genau. Einatmen, reinziehen. Und ausschnaufen, Schulterblätter hinten abfließen, noch lange Nacken. Und wieder in die Strecke kommen. Und dann noch zwei Atemzüge dazu. Ausschnaufen, Schulterblätter in den Armen, in den Bauch. Und wieder einatmen. Und dann ausschnaufen. Einatmen. Und dann wieder in die Spannung kommen. Beine absinken lassen. Die Hände übereinander. Stirn ablegen, die Hand rücken. Und beide Beine. Yes, seitlich absinken lassen. Kannst die Beine jetzt mehr auseinander nehmen. Und du bist hier und her schalten. Schambein in die Hüftknochen. Du bist ganz dicht ab. Du hast alles ganz locker, entspannt und schalten. Und je entspannter, dass du bist, desto mehr kommt mit vom Körper, kommen die Beine mit. Und Rücken mit. Und Darm mit. Probier schon mal aus, was alles noch mitkommt. Vom Körper. Ah, und Körper. Spannend. Über die Schambein, über die Hüftknochen. Alles abgeben. Kopf ist entspannt abgelegt auf dem Handrücken. Die Lippen sind leicht geöffnet. Wieder entspannt, gelöst, locker. Und atmest regelmässig. Ganz bewusst.
Ausgangsposition, entspannt bleiben. Mit einer Hand nach der anderen auf die Schulter platzieren. Du hast handfest den Boden hineingestoßen, den Bauch nochmal jetzt aktivieren, du hast von vorne aufgestoßen, wegschieben. Oh, kommst du aber nach hinten im Gesäß, in den Mitte streckt zur Decke, du hast vorne die Stirn ablegen. Dann sie gestreckt, die Hände fest den Boden hineinschieben. Dann komm vorne ein bisschen zurück und machst einen runden Katzenbuckel, ganz rund. Und dann entlang, ja. Und gehen wir rund ausschieben. Und dann ja, wenn die Länge ziehen, musst du öffnen. In der gerade Position. Ja, sitzt hinten ab, auf die Ferse. Mit der Schulter ein bisschen kreisen. Nacken locker, entspannt rum. Genau, dann nimmst du beide Arme hoch auf, tust ineinander rein, tust die Hände hinten am Kopf platzieren und drückst den Kopf ganz fest in die Hände rein. Wieder sind wir in die Schlange gezogen, die Schulter wieder unten und du bist ganz fest in den Kopf. Stoßen, dass du Spannung spürst, im Nacken, in den Schultern, weiteratmen. Regelmässig mit den Schultern. Und ein bisschen die Hand hinstoßen. Und wieder losgehen. Einatmen und dann noch stoßen, ausatmen. Einatmen und dann noch stoßen. Hand hinstoßen, schnüffeln. Und noch einmal. Eine Hand, das linke deine Arm und der andere Arm. Lass da oben, das ist jetzt am Ohrrücken, das ist am Nacken, auf die linke Seite nacken, die Schulter, die linke Schulter nacken ziehen. Wenn du Spannung bekommst, nimm den Arm vielleicht hinten, hinten, auf die linke Seite, Richtung Nieren, also Richtung hinteren Schulter, Arm ziehen. Und die Seite wechseln, einatmen und ausatmen. Dann sind die Schnufen, die Dehnung einatmen, Nacken in den Schultern atmen. Und die Seite einschnufen und ausatmen. Schultern ein bisschen kreisen. Und dann musst du vorne abstützen, kommst hinten auf die Zehenspitze. Dann schiebst du hinten auf die Ferse. Du musst langsam die Beine strecken. Du musst alles so hängen, Kopf, Nacken, Schultern. Alles ein bisschen schütteln, hängen lassen. Nochmal leicht in die Knie, Bauch nochmal aktivieren und langsam wirbeln, wirbeln, vorne. Lass die Zeit, mit schnell hoch. Schön langsam wirken, bis du ganz oben bist. Und den Stamm nach hinten. Du musst ihn dann abziehen, du musst ihn öffnen. Du musst ihn zur Decke schieben. Und du musst alles ein bisschen kreisen, die Schulter ein bisschen kreisen, das Becken kreisen. Alles locker lang. Super, hast du mitgemacht. Super, bist du dabei gewesen. Wenn man morgen um 10 ist, in einer Stunde, in der Karriere. Jeden Morgen ist jetzt eine Stunde um 10. Mach doch mit, tu etwas für dich und deine Gesundheit. Und jetzt ein bisschen Schultern hängen lassen und dann ein bisschen schnüren. Kann man gut durchschnaufen. Und zum Stamm hoch einatmen. Und schnüren. Genau, hoch einatmen. Und einmal einatmen und aus. Und umgekehrt, einmal hoch einatmen. Dann oben zusammennehmen und sinken lassen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Dankeschön fürs Dabeisein.